Meine jetzige Interviewpartnerin ist Carmen Wojku-Jagodzinski. Carmen strahlt über das ganze Gesicht, weil sie gerade die A-Gruppe der Deutschen Schachamateurmeisterschaft Vorrunde in Magdeburg gewonnen hat. Carmen, erzähl doch mal was zu deinem persönlichen Turnierverlauf. Zuerst guten Tag. Mein Turnier war besonders gut. Ich habe nicht erwartet, dass ich nach so langer Zeit so ein super Turnier spiele. Mein letztes Turnier war die Finale in Leipzig, letztes Jahr, im Mai oder Juni. Ich habe sehr gut angefangen mit 3-3. Die dritte Runde war entscheidend. Ich habe eine sehr scharfe Variante mit Schwarz gespielt. Ich habe eine Figur geopfert. Und ich hatte eine sehr starke Initiative und die Partie habe ich gewonnen. Eine sehr, sehr schöne Partie. Leider kann man die Partie nicht sehen hier. Und die letzten zwei Runden habe ich Remis ohne Probleme gemacht. Und ja, jetzt bin ich Erste. Ich bin sehr glücklich, dass ich geschafft habe und dass ich die Finale spielen kann. Carmen, konntest du denn was von den Schönheiten von Magdeburg entdecken? Am ersten Tag hatten wir Schnee, gestern Regen. Da lohnte sich kein Ausflug. Heute scheint die Sonne. Wie gefällt es dir hier in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt? Die Stadt Magdeburg ist sehr, sehr schön. Ich bin das dritte Mal hier. Im Dezember und in 2017, im Dezember, war ich mit meiner Mannschaft U10 bei der Deutschen Meisterschaft. So, ich bin das dritte Mal, ja, wirklich schön. Ich komme wieder gerne im Mai bei der Finale. Ich hoffe, ich werde mehr Zeit haben, etwas zu besuchen, weil jetzt hatte ich wirklich keine Zeit. Ich musste Schach spielen und die Vorbereitung machen die ganze Zeit. Hast du denn auch das großmeisterliche Angebot genutzt, deine Partien analysieren zu lassen? Nein, ich hatte leider keine Zeit, aber ich habe mit meinem Sohn die Partien analysiert. Das habe ich gemacht. Aber Tatjana und Uwe kenne ich sehr, sehr gut. Und wenn ich Uwe treffe, vielleicht zeige ich Uwe meine dritte Partie. Mal gucken, was sagt er über meine Variante. Carmen, du kannst auf jeden Fall gespannt sein auf die Festung Mark, auf die Endrunde in Magdeburg im Rahmen des Meisterschaftsgipfels. Ein wahnsinnig bezauberndes Ambiente, alle unter einem Dach, ca. 500 Schachspieler. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg in der A-Gruppe der Königsgruppe. Recht herzlichen Dank.